Für mich gibt es nur die Kunst. Ich würde lieber sterben, als den Rest meines Lebens in einem Käfig zu verbringen. Deshalb will ich in die Lehre gehen. Ich will auf eigenen Beinen stehen und mein Leben endlich selbst in die Hand nehmen. Seht euch doch bitte erst einmal meine Bilder an. Ach, ist doch Zeitverschwendung. Aber wieso denn? Das fragst du noch? Weil du eine Frau bist, verdammt nochmal! Sei still. Wenn du willst, dass ich sie mir ansehe, halt den Mund. Ich kann Lärm nicht ausstehen. Im Ernst jetzt? Dann ist da sowas dran, ja? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Angelo. Sei mir gegrüßt. Schön, dass du es einrichten konntest. Ate! Hörst du mich nicht? Genau diese Familie, Falier. Da ihr mit meinem Familiennamen bereits vertraut seid, halte ich mich kurz. Verrat mir eins. Du bist adlig und hast trotzdem eine Malerlehre angefangen? Wenn mir so ein junges Gör erzählen will, dass sie gern Handwerker werden möchte, weil sie ja so gerne malt, dann geht mir das gründlich gegen den Strich. Mir wurde gesagt, dass Leos Lehrling mich sprechen möchte. Das bist doch nicht etwa du. Du störst! Verschwinde! Ich weiß, wie glücklich du darüber bist, dir das Malen zum Beruf gemacht zu haben. Ihr habt doch nicht etwa vor, meine Großzügigkeit auszunutzen. Langsam fügt sich alles zu einem riesigen Gemälde. Unglaublich. Ich möchte nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Man soll streng mit mir sein. So werde ich viel schneller Fortschritte machen und an jeder überwundenen Hürde wachsen. So gefällt es mir eben am besten.